Willkommen zurück in Foundry. Heute werden wir uns hoffentlich an die, wie heißt es gleich noch, Forschungspakete 5 setzen und das dann auch anständig durchexerzieren. Ich guck mal, ob ich ein Delay drauf habe, aber... Nö, sieht gut aus. Okay, also können wir starten. So. Aber wir müssen uns das Telloxid angucken. Also können wir das mal als erstes machen. So, ich wollte noch eben gucken. Das Spiel lief jetzt die ganze Zeit eigentlich. Aber hier sind jetzt keine Infos dazu. Ist irgendwas in Diskussion drin? Ein neues Update? Nee. Nee, okay. Wir müssen nämlich Telloxid besorgen. Und, warte, irgendwas hatte ich da gesehen, was ein wenig verwirrend war. Oh, 980. Oh! Dann arbeitet das... Ach, wie cool ist das denn? 980 Stufe 2, dann funktioniert das, während ich nicht da bin. Okay, vielleicht sollte ich vorher noch irgendwie neue Höhlen herstellen. Ah, okay. Warum wird denn hier nichts mehr hergestellt? Kein Strom?
Hallo. Ja, irgendwie sieht's danach aus, oder? Grüß dich. Nee, Tank ist leer, aber ich weiß jetzt nicht, ob... Oder wird jetzt alles Olumid hier rüber geschifft? Jetzt hier leer oder? Sind wir mal eben da drüben hin. Also ich sehe hier auch keinen Unterschied von den Sachen. Hier steht auch nichts anderes.
Bis später. Dass hier auch nichts steht.
frage mich echt, ob das einfach nur los leer ist. So. Poetry. Eat. Empty. Finde es hier echt nichts. Okay. Das dann funktioniert. Hier.
Dann ist das wirklich leer. Okay, was ein Kack, ey. Dass das noch nicht mal angezeigt wird. Hey ho! Wusstest du, dass Ulumit-Vorkommen leer gehen können, ohne Anzeige? Anscheinend. Ich kann dir das mal eben zeigen. So, irgendwas wollte ich hier doch mitnehmen. So. Ach ja, und ich habe endlich die Erzbohrer verstanden. Ich habe da einen großen Fehler gemacht. Die hatte ich mir gestern noch durchgelesen. Du musst die alten Bohrer da dran lassen und du pumpst einfach von oben dann Fracking-Flüssigkeit rein und dann funktionieren die Bohrer wieder. So. Ich baue hier mal eben kurz ein Beispiel auf. So. Jetzt noch Strom. Hier passiert einfach nichts mehr. Obwohl der mit Strom versorgt ist und alles. Und ich dachte erst, der Server wäre Schrot. Aber dann habe ich ein zweites Vorkommen angepumpt. Das funktioniert natürlich ohne Probleme. Das Schlimme daran ist ja eigentlich auch nur, dass es wird nirgendwo angezeigt. Nur die Pump-Jacks funktionieren nicht mehr, aber sonst wird es nirgendwo angezeigt, dass es nicht funktioniert. Das kannst du echt keinem erzählen. Jetzt wird das hier endlich aufgeladen. Geht doch. Ja, weil ich keinen Strom mehr habe. Das liegt am Strom. Weil die hier arbeiten ja. Auch wenn die überlastet sind. Überlastet bedeutet eigentlich nur, mein Stromnetz
ist völlig drüber. Und dann performen die halt nicht so, wie die performen sollen. Aber das ändert sich, sobald... Willkommen zurück. Aber das ändert sich, sobald hier endlich Sachen hergestellt werden. Jetzt geht's hier langsam nach oben. Ja, dachte ich auch mit den Atomstäben, aber wenn dann kein Treibstoff mehr hergestellt wird, habe ich Pech gehabt. Ja, das hält den Rest hier irgendwie so ein bisschen am Gange. Aber das sind halt auch nur 13 Megawatt, ne? Das ist auch noch nicht so viel. Das könnte man eigentlich mal erweitern dann später. Aber ich hätte halt gedacht, dass das Olumit unendlich weiterläuft. Naja. Aber ich wollte jetzt zum Telluxid. Und da mal gucken. Aber ich brauche vorher noch Technum und... Viel Spaß dir. Gute Erholung, würde ich sagen. Gleich kann ich dir zeigen, was das Komische oder das Geile bei den Bohrern ist. Und zwar, die Fracking-Flüssigkeit muss anscheinend oben drauf gesetzt werden. Und dann arbeiten alle Bohrer wieder. Das heißt, man könnte eigentlich den ganzen Kram, den man gebaut hat, immer stehen lassen. Zum nächsten Bohrfenster gehen, dort reinbohren bis zum Kern. Dann bleiben die halt stehen und produzieren nicht mehr. Aber sobald du dann anfängst, obendrauf, ja, und dann haust du obendrauf ein paar Hektoliter Tomatensauce. So, das hier ist jetzt leer. Dann steht hier... Oh Gott, es ist... Sobald das gesamte abbaubare Erz abgebaut ist, kann der Erzschürfer endlos weiter im Erzaderkern schürfen, solange ein Frackturm Fracking-Flüssigkeit in die Ader pumpt. Ja.
Yep. Das, anscheinend ist das, wer hier im Spiel richtig lesen kann, ist man echt klar vom Vorteil. Das heißt eigentlich auf Deutsch, jede Ader, Erzader hier mit den Bohrpunkten, 9 Bohrpunkte anschließen, Fracking-Turm oben drauf, und wenn das nicht mehr reicht, zur nächsten. Da ist auch die Frage, wie viel musst du da eigentlich abbauen? Nicht wie viel musst du abbauen. Wie viel Fracking-Flüssigkeit musst du herstellen, damit du da adäquaten Output hast? Und ich glaube, die ist auch an sich ja relativ easy herzustellen. Luft, Olomit, Gas und Wasser. So. Olomitgas stellst du aus 100 Litern her. Wie viele... Was ich halt blöd finde. Hier wird nichts angezeigt. Gibt es hier Ressourcen und Karten? Nee, es gibt hier nichts, wo drinne steht...
Okay, mit V könnte man mal gucken, ob da irgendwas steht mit von wegen ist leer oder, ne? Aber dass das Erz da noch angezeigt wird, das regt mich ein bisschen auf. Das auch und dann können wir jetzt endlich das Vorkommen angreifen. Thank you.
hatte doch welche mit, oder nicht? Da. Ja, der bohrt sich da jetzt rein. Wir können auf Mining-Ebene 2 runterfahren. Und da ist auch nur ein Spot. Verdammt, ich noch eins. Ich habe was richtig Nerviges heute übrigens gelesen, weil mich das einfach interessiert hat, ob ich der Einzige bin, der diese Erfahrung gemacht hat oder denkt, dass das Kacke ist. Über die Drohnen, da hat noch einer einen Test gemacht und anscheinend ist es wohl wirklich einfacher, nicht direkt mit Drohnen zu arbeiten, sondern einfach mit Röhren, nicht mit Röhren, mit Förderbändern, weil man die viel besser kontrollieren kann. Und wenn das eine Förderband voll ist, dann geht er zum nächsten und das Flugzeug wartet da nicht einfach die ganze Zeit nur, damit da was passiert. Da dachte ich mir so, ja, das erklärt so einiges. Also das wird wohl anscheinend auch im Discord hart besprochen und die Entwickler sind dem auf der Spur, dass sie das wohl noch komplett überarbeiten wollen.
Ja, auf jeden Fall. Also, das ist doch wirklich problematisch, dass du nicht einstellen kannst, dass an der Zielrampe nicht mehr gewartet werden soll, sondern dass sie da wirklich die Teile warten da ja, bis sie komplett entleert sind. Auch wenn es 14 weitere Landeplattformen gibt, wo sie ihren Kram loswerden können. Ja. Aber ich bin echt gespannt, was dann noch so in der Zukunft auf uns zukommt. Worüber sich auch einige Leute beschwert haben, ist der Flüssigkeit, oh Gott, der Flüssigkeitstransport. Dass du halt nur mit Röhren arbeiten kannst, aber ja. Telloxid läuft jetzt.
Ach ja, hattest du mitbekommen, dass ich gestern noch Prozessoren hergestellt habe? Okay. Ich wollte eigentlich nur für die... Ich wollte Prozessoren herstellen und hatte dann geguckt, so, ich habe 8 von den Gießereien, ne, das, was die herstellen, sind überhaupt keine Prozessoren, die Lichtbögenöfen sind ausreichend. Was für eine Anzahl an chemischen Verarbeitern brauche ich denn noch, um... Wenn die hier auf 100% laufen, wie viele brauche ich, um eine 100%ige Auslast herzustellen? Also, es war ganz gut, dass wir unsere Energieproduktion vorangetrieben haben, denn das sind 40 chemische Verarbeiter, die uns Prozessoren herstellen. Ja. Das ist so ein bisschen was, würde ich sagen. Yep. Die habe ich dann da einfach nur rangekleistert und fertig. Okay, bei wie viel sind wir denn hier schon? Ist ein bisschen übertrieben, ich weiß. Aber wir brauchen Prozessoren auch noch später. Hier wird hergestellt. Ah, die Batterie wird wieder geladen mit fast 160 Megawatt. Anscheinend verbrauchen wir so 48 Megawatt im Durchschnitt.
komische kleine Gebäude. So, drei frei. Bauen wir jetzt Mini-Fabriken. Ich will jetzt hier das als Fabrik bauen. Ja, bei mir haben sie sich auf. Bei mir hat es sich aufgehört zu bewegen. Ich wollte noch irgendwas nachprüfen. Weil mit V kriegt man ja anscheinend Informationen angezeigt. Inhalt 0. Also V drücken, dann kriegst du den Zustand der Lagerquelle angezeigt. Interessant. Okay, das wusste ich nicht. Aber das hatte ich gelesen, dass du mit V nicht nur Copy-Pasten und so weiter möglich ist, sondern man kriegt auch Informationen angezeigt, wie viel Erz zum Beispiel noch in einem Erzklumpen drin ist. Oh, das geht ja schnell runter. Okay. Das ist ja blöd. Ob der die gesamte Eisenquelle anzeigt oder nur so einen Ausschnitt. Ja, daran musste ich nämlich auch gerade denken. Ah, okay, guck mal, der zeigt dir sogar an, wie viel. 722. Nee, nur, es gibt nur unterschiedliche Größen an Quellen. Gibt es eigentlich eine Ölader? Nee, sieht nicht danach aus, obwohl. Der die Olomitquelle als Erzader angezeigt hat. Jetzt weiß ich nicht, ob man da einen Fracking-Turm oben drauf stellen kann. Steht hier. Erzadern? Guck mal, wenn ich jetzt hier auf der Map gucke und Erzstätten ausblende, dann bleibt die. Ach, weil das eine Lagerstätte ist. Okay, das heißt, du pumpst die dann leer und musst dann irgendwann zur nächsten Quelle laufen. Alter, das ist ja nervig.
Das ist eine gute Frage, ob sich die Quellen erholen. Ich kann ja mal, ich glaube, ich habe den einen Pumpjack da noch drauf. Dann entferne ich den mal eben. Dann kann man das ja einfach testen. Aber der hat auch nichts gepumpt. War auch nirgendwo angeschlossen. Aber der zeigt mir hier die komplette Lagerstätte an, okay. Naja, irgendwann hast du hier kilometerweit Ölleitungen liegen. Einfach nur, weil du dann immer weitergehen musst, um irgendwie rauszukriegen, von wo du dann Öl herbekommst. Also da ist schon fast die Überlegung. Ach, das hört sich jetzt... Dass man seine Treibstoffproduktion dann nach und nach wirklich auf Solarmodule umstellt.
Technostäbe und bei der brauchen wir auch nochmal Technostäbe. Und hier brauchen wir Maschinenteile und Stahlträger. Habe ich die vier Maschinen? Joa, das hört sich doch gut an.
Ich wollte jetzt die. Shit. Machen wir das gleiche, weil ich will die auf eine Höhe bringen. Dann müssen wir das hier halt irgendwie anders machen.
Ort. Sollten wir noch einen Lift überhaben? Jo, und... Das sollte ausreichend sein. Das Xenoplan brauchen wir noch. Leiterplan auch. Dann sollte unsere zweite Produktion fertig sein. So.
jetzt nur noch die Technik-Klan anschließen, Stangen anschließen. Und hier einmal einen Übergang bauen. Jetzt wollen wir was herstellen?
viel zu viele. Ja, das wird ausreichend sein. Und dann Technostäbe. Das ist ja kein Problem. Ist doch ein Problem.
ist das schon fertig, okay. Das ist so. So. Da drunter können dann mal welche weitergeführt werden. Nice. Also, was brauchte das hier? Auf jeden Fall erstmal ein Loch in der Decke. Oh. Okay. Techno und Drahtspulen.
So. Jetzt wollen wir die Maschinenteile und Stahlträger. Okay. Ha. Schön Kinder Bueno.
einmal die Woche muss man sich ja mal was gönnen. Oh ja. Und was ist dein heutiges Projekt oder hast du schon Projekte abgeschlossen? Also, warte. Verdammt, da ist kein Palmöl dran, sonst hätte ich einen Joke gemacht. Ja, also die Kinder werden in Frankreich geschreddert, deswegen der Bueno-Anteil, und dann werden die formschön als Lasierung für die Kinder Buenos genommen. Das darfst du die halt nicht so nennen. Also es muss zu einem aus Kinder gemacht sein und es müssen französische Kinder sein, deswegen das Bueno. Ist das überhaupt Französisch oder ist das Spanisch? Ja, kann ich verstehen. Ich bin auch an den Forschungspaketen dran. Ja. Ja, genau. Also das muss ja irgendeiner DIN-Norm entsprechen, sonst wäre das ja alles hier Frevel. Ja, da muss man halt aufpassen, ne? Sonst kommt hier noch das Ordnungsamt und nimmt dir das Markenrecht dafür weg, weil du halt Markenrechte verletzt durch deine Pseudowissenschaft, die du mit den Produkten herstellst, weil es halt keine echten Kinder da drin sind. So ganz klar. Nee, genau deswegen achtet man drauf, dass man Kinder aus der richtigen Quelle nimmt. Oh. Und wie ist das dann mit Kinder Milky Way? Oder mit Milky Way allgemein? Okay, die sind von Mars, aber... ja, lassen wir das lieber. Ja, also eigentlich müsste da das Bundeskartellamt da mal was machen. Ist das das Bundeskartellamt? Weiß ich gerade nicht. Weil so geht das ja nicht. Naja, aber die werben ja
Ja, okay, hast du recht. Aber die werben ja damit, dass das, da ist ja auch so ein Universumsteil drauf. Also gehe ich jetzt mal stark davon aus, dass das, oder so ein Sonnensystem ist da drauf. Genau, also müsste es eigentlich außerirdischen Ursprungs sein und, ja. Also müssten wir darauf achten, dass das Landwirtschaftsamt die Marskühe auch richtig behandelt, um an die Milch der Milchstraße zu kommen. Obwohl genau genommen könnte man ja sagen, okay, es darf auch von der Erde kommen, weil die Erde sich in der Milchstraße befindet. Also Milky Way ist noch so eine Gratwanderung. Nur der Firmensitz müsste dann halt auf dem Mars sein. Weil es halt vom Mars ist. Deswegen will Elon auf den Mars, um sich die Rechte zu organisieren, um Marsprodukte zu verkaufen. Also Schokoriegel. Nehme ich jetzt mal an. Was brauchten die? Stahl und Maschinenteile.
Okay, jetzt haben wir alle vier Maschinengruppen hergestellt und jetzt fehlt uns noch Leiterplatten. So, Leiterplatten kriegen wir hergestellt, indem wir Polymer und elektrische Komponenten. Und dann werden wir das doch gleich mal machen. Vorlieb nehmen. Und 2, 3, 6 und brauchen wir das Xenoplan.
Was stelle ich hier jetzt überhaupt her? Ach, Leiterplatten. Gott.
Tritt.
dann fangen wir jetzt an mit dem Förderbandrezept 1. So, das wird jetzt hier Förderbandanlage 1. Okay.
Okay, so. Damit haben wir Förderband Nummer 1 abgeschlossen.
Gleich haben wir Förderband Nummer 2 fertig. Nice. Förderband 2, Maschinenteile und elektronische Komponenten. Jetzt können wir endlich mit Förderband 3 anfangen.
Nee. Nee, 28. Uff. So, wie stellt man Roboter? Okay. Das müssen wir noch alles grün färben hier, ey.
So, Input. 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 So. Fortgeschrittene Maschinenteile. Ja. Nice.
Oh. Jetzt haben wir endlich das Upgrade. Thank you.
So, jetzt will ich Hydraulikpisten herstellen. So, Roboterteile. Ist das laut? Okay. Das sieht schlimm aus. Oh. Ja, da hast du definitiv was zu erklären. Aber die Karte, ey. So, ich will mal gucken, wie jetzt das Ölfeld aussieht. Nicht, dass das straight up demnächst dann wieder komplett leer ist. Wie weit bist du denn schon mit der Forschungsfertigung? Oh.
130, warte, 1,3 Millionen Units sind, seitdem ich das aufgebaut habe, schon weg. Wie viel hält denn der Tank? Der Tank ist voll mit knapp 600.000. Okay, und regeneriert sich das hier? Nee. Minus 0,1, okay. Ah, nice. Roboterteile. Was brauche ich denn da? Habe ich. Formalitblech. Okay. Aber 4 Inputs. Was zu erklären? Battlefield 4 mit einem 7.1-System spielen. Ich empfehle uns auf. Wäre das dann nicht geiler mit Dolby Atmos zum Beispiel, wenn du dann wirklich dein komplettes Wohnzimmer mit Dolby Atmos ausgestattet hast, dass du halt wirklich dieses 365 Soundvolumen hast und dann ja, mit einem Apache oder mit einem Panzer durch die Gegend fahren? Ey, dir fetzt doch da das Trommelfell weg. Was für eine Lautstärke das sein muss. Das ist doch nicht mehr feierlich. Ja, den nutze ich auch relativ aktiv. Oder den nutze ich sehr aktiv. Ich schick mal wieder den. Da könnte man aber mal was machen.
Chatbefehle. Ich bin ein Genie. Dankeschön. Ich dachte, weil ich ein Enter eingegeben habe, reicht das aus. Danke. Also mit dem Schatten müssen die auch noch mal arbeiten. Das sieht echt komisch aus. Okay. Roboterteile. Polymerplatten und Leiterplatten brauchen wir. So, wie viele liefert er denn an? 125. Okay. Das ist so ein richtig schlechter Schenkelklopfer.
Ja. Ich habe zwar die... Ich glaube, Nemesis habe ich geguckt, aber das ist auch schon wieder ewig und 3 Tage her. Also, Sound finde ich immer wichtig, weil das bringt nochmal so richtig Immersion rein. Denn so, ich teste mal mit dem Inventar. Sachen, unseren Tatars-Manager. Ich glaube, der Prozessor kommt damit nicht klar. Vor allem der Sound hört sich auch so abgehackt an. Was zur Hölle? Okay, also, wir müssen das jetzt mal testen und ich brauche eure Rückmeldung dazu. Ist das jetzt besser geworden? Hallöchen zurück. Okay. Dann weiß ich, was das ist.
Okay, also. eBay. Also, wie hast du das gelöst mit weiten Erzvorkommen? Dafür eine Drohne gebaut? Ja, habe ich. Und ich habe dann Transportdrohnen gebaut. Genau die hier. Diese Transportdrohnen und dann fliegen die los. Laden sich Technum auf und bringen das dann weg. So. Ja, die muss man leider erforschen. Die sind aber nicht so gut. Ich habe irgendwo im Internet gelesen, dass es besser ist, da einfach direkt mit Belts zu arbeiten, also mit Bändern. In der Forschung, Moment. Also in der Gesamtforschung habe ich fast alles durch. Hier unten fehlt mir der Teil noch und hier ein paar Sachen. Aber sonst habe ich fast alles und das hier. Also die hier oben noch, die 9 Stück. Nee, die 10. Oder? Bin ich blöd? 10. 9, 10. Ja, 10. So klein. Guck grad, was ich hier machen kann. Gibt es hier irgendeine dicke Beschreibung? Also wir müssen das jetzt mal beobachten.
beobachten mit dem CPU. Und sonst muss ich mal in das Mainboard rein. Ja. Ich weiß nicht, warum der leiert. Neueste Version von dem Twitch-Tool eingebaut. So, vielleicht sind da irgendwelche schon bekannten Bugs dabei. Ja, ich guck gerade schon auf eBay, ob ich ob da irgendwas das ist. Also bei der Software haben die jetzt nichts rausgehauen, weil ich habe das Gefühl, seitdem ich das Update gemacht habe, ist das mit dem Soundleiern und. Weil im Streaming-Fenster sieht das nämlich alles sehr, sehr gut aus. Außer es kommt hier an. Da ist es nicht gut. Vor allem interessanterweise die Musik, die läuft sauber. Ich würde mal sagen, wir machen mal eben eine kurze Pause und ich check mal, ob ich hier irgendwie einen Ventilator unten dran stelle oder sowas. Vielleicht ist das auch irgendwas mit Überhitzung. Also, holt euch was zu trinken oder ein Eis oder sowas und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich.
Hallo. Jetzt ist die Frage, hört man das Rauschen? Also. Das könnte jetzt am CPU liegen oder an dem Update von... wie heißt es gleich noch? Das Update von Twitch. Ich habe jetzt einmal auch bei mir neu geladen. Oder macht Twitch allgemein gerade? Twitch stört. Okay, sonst muss ich da wirklich auf die Version zurückspielen. Versatz drin. Okay, ja, das wird blöd und einfach zu sein. Blöd, weil ich den Stream dafür neu starten müsste. Und einfach, weil es nur ein Umlegen von einem Knopf ist, der encoded gerade auf H264 und sollte eigentlich auf AV1 kodieren. Und deswegen kommt das jetzt zum Laggen, weil beim alten Tool hatte ich das auf AV1 umgestellt. Ha. Dit erklärt es. Testen. Weil ich glaube, ich muss auch mal das Spiel neu starten. Das ruckelt so ein bisschen. Ja. So. Ich würde das mal eben fix testen. Kleinen Moment. Sehen wir uns gleich wieder. Gib mir eine Sekunde.